Hallihallo, Hallöle. Ja, ich bekomme so langsam irgendwie Halsschmerzen. Ich meine, so oft habe ich noch nicht geschrieben, oder? Ja, ich begrüße euch. Ja, schon wieder. Ich begrüße euch. Ja, hi. Na, wie geht's dir? Und ich begrüße euch. Na, wie geht's dir? So, ich begrüße dich. Jetzt haben wir's. Und grüß und frag dich, wie es geht. So, mein Gott. Kann denn nicht einmal eine Aufnahme sofort funktionieren? So, jetzt, ja, Freunde, hier, Säuretopf, den gießen wir jetzt einfach mal hier rüber, den haben wir jetzt im letzten Part gefunden. Wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Juhu! 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 That's nice! Und wir gehen in die Raffinerie, aber bevor wir da reingehen, wollte ich nur kurz sagen, hey Leute, ihr seid geil. Also, das Gewinnspiel, ich hätte nicht gedacht, dass da wirklich so viele mitmachen würden. Es waren weitaus mehr als vier und... Deswegen werde ich jetzt alle, die das gelöst haben, am Sonntag vorstellen und dann per Zufall lösen. Ne? Also einer von euch wird dann ausgelost. Es sind jetzt, glaube ich, lass mich lügen, 10 Leute, die mitgemacht haben. Und da haben auch Leute mitgemacht, von denen ich es gar nicht erwartet habe, dass sie mitmachen. Das hat mich noch glücklicher gemacht. Danke, ihr seid toll, dass sowas funktioniert. Aber jetzt geht's weiter. Das Leinentuch roch nach Wüste und feuchtem Moschus. Die Stücke liegen durcheinander gewürfelt darüber. Zu viele, dachte er. Oder was? Eben hat sich irgendwie irgendetwas irgendwie irgendwo, also mein Bildschirm hat sich irgendwie klein gemacht. Ich hoffe, es nimmt noch auf. Aber Fraps läuft. So, wir sind jetzt in der Raffinerie und... It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason? For the darkness, that is. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Ich darf nicht zurückbleiben. Okay, das sind so Flashbacks, die wir haben. Also wir haben ja irgendwie unser Gedächtnis verloren und wir haben uns gerade erinnert, dass wir, ich habe jetzt den Namen des anderen vergessen, hier durchgegangen sind. Also wir sind hier durchgegangen und er hat uns gesagt, wir dürfen nicht stehen bleiben. Gut, dann bleibe ich nicht stehen und gehe einfach. Oh, ich gehe einfach. Ich gehe einfach. Sei vorsichtig, wenn Feinde in der Nähe sind, wenn du nicht... Bist du nicht so einfach zu sehen. Oh, wieder Feinde. Aber ich will die gar nicht sehen. Ich will einen Revolver, mit dem ich die abknallen kann oder so. Aber ich will doch jetzt... Oh, fuck. Oh, Gott. Oh, shit. Na, ich kann mich jetzt auch nicht ganz Zeit verstecken, ne? Wir müssen ja irgendwie weiterkommen. Ich denke mal, er ist da reingegangen. Wir schleichen uns jetzt mal kurz hier hin. Oh. 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 So, und jetzt, was ist das? Wir können eine Kerze anzünden. Ist das schlau? Boah, was ist das für ein Kindergeheule? Oh, das kommt das hier aus meinem Wohngegend hier. Sind das wieder die Nachbarn, die ihre Kinder schlagen. Kleiner Spaß. So. Ach, da ist... Meins. Okay, okay, okay. Gut, es ist mein... Weg damit. Und... Weg. Hier ist niemand. Du brauchst nicht nachsehen. Okay. Was ist hier? Ich kann... Ach, das ist Kerze. Dingsbums. Ist hier irgendetwas versteckt? Zünderbüchsen, die gehen mir langsam aus. Moment, ich mache mir kurz hier so ein kleines Versteck. Falls da gleich jemand kommt, renne ich dann hier hin. Okay. Noch sieht es relativ sicher aus hier. Leck mich am Arsch, ey. Noch sieht es sicher aus. Tür geht auf, Monster kommen. Ich glaub's nicht.
Soll ich jetzt einfach zuknallen und die Nase brechen von dem Monster? Und ich mache es einfach mal zu, ey. So. Und hier mache ich auch mal zu. Und das entzünde ich mal. So, okay, an. 22. June, 1839. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Ja, ich habe ihm nicht zugehört. Ich habe mich ein bisschen geärgert mit dem Pfeil. Das kann ich nämlich besser als zuhören. So, aber jetzt hat er wahrscheinlich irgendwie was Wichtiges gesagt und ich habe es nicht mitbekommen. Aber ihr werdet mir schon auf die Sprünge helfen, wenn ich nicht weiterkomme, oder? Ja, Leute, aber nicht spoilern, ne? Ihr wollt ja nicht wie eine andere gewisse Person enden. Ich mach mal die Lampe kurz aus und schau mich hier ein bisschen um. Wir haben noch 3 Stück. Das ist nicht sonderlich viel. Es ist von der anderen Seite blockiert. Ja. Oh, ich dachte, da liegt jemand, ey. Oh, Knochen. Hier, Zünderbüchse, sehr gut. Ah, hier sehe ich doch was. Da habe ich doch gesehen. Hier, man kann da durch. Aber irgendwie will ich hier noch gar nicht hin. Ich will erst mal gucken, was es hier links gibt. Oh. Hallo? Ist hier jemand? Wie, die Tür geht nicht auf. Hier, Zünderbüchse. Alles mitnehmen. Sehr selten. Auch ganz oben nachgucken. Nein, ist nix. Oh, da. Ich gehe kurz weg. Ach, das ist der Stuhl, den ich hier hin und her schleife. Okay. Komm rein mit dir, Kollege. In die Sicherheit. Hoffe ich zumindest. Oh, was geht denn hier ab? Licht, komm. Beruhig dich jetzt wieder. Ist alles okay? Wir sind doch weitergekommen. Hier ein bisschen Öl. Ja, ich erkenne auch hier kaum was. Moment. Hier kann ich irgendetwas drehen. Moment, gleich. Erstmal gucken, wo können wir uns denn verstecken? Hier in der Ecke, falls da jemand kommt. Hier ist auch eine kleine Kiste, die wir öffnen können. Ja. Jawohl. Also noch haben wir kein Zünderbüchsenproblem. Also noch finden wir mal ganz schön viel. Ich zünd auch gleich mal. Nein, da zünd ich nicht. Hier zünd ich eine an. So, aber es wäre schön, wenn du dich beruhigen würdest und nicht hier irgendwie rumschwanken. Danke. Okay, wir drehen jetzt einfach mal da hinten. Sie steckt fest. Etwas blockiert die Kurbel und die Rolle. Die Rolle wird blockiert. Wo ist denn die Rolle? Rolle? Ach, da. Da kann ich. Na. Ich kann sie von hier aus nicht festhalten. Ja, dann nehmen wir jetzt einfach mal. Das hier wollte ich sagen. Na, kannst du. Hier, Kisten. Da ist eine Kiste. Ups. Tut mir leid, Schrank. Ich wollte dich nicht hauen. So. Und rauf. Ziehen. Ich muss rausziehen. Oder rausbrechen. Jetzt geht es unserer Psyche auch viel besser. Ich sehe es doch schon kommen, wie dieses hier gleich irgendwie rausfliegt und so. Und dann kommt Monster. Blablabla. Er sieht lila aus. So schön. Komm, dreh. Ist das überhaupt die...
Habe ich jetzt auf... Ach, es ist offen. Gut. Oh, man. Wo sind wir hier? Flops, reingeraten. Okay. Okay. Es wird gruselig. Wir gehen in den Kellerarchiv. Gut, da gehen wir dann halt rein, ne? Er brach durch die Oberfläche das Wasser des dunklen Atlantiks, nahm ihm die Luft, als er versuchte, die Situation zu begreifen. Sind das Das hört sich alles nach Penumbra an. Penumbra Overture. Oh! Was? Oh, alles voller Wasser. Na super. Jetzt sehen wir Schritt. Was? Oh, meine Fresse. So, was? Ich renne da jetzt einfach kurz, Moment. Ah. Es hat uns. Au. Ja, komm, natürlich mit jetzt. Was zur Hölle? Alter, Leute. Bleib vom Wasser fern. Ja, soll ich irgendwo raufspringen? Das ist jetzt meine zweite Möglichkeit. Ha, da kommt nichts. Aber da kann ich noch nicht rein. Oh, oh, das hätten wir geschafft. Oh, oh. Ich plumps gleich so ins Wasser, ne?